Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Ich begrüße heute die lieben Skorpione. Aszendenten. Manchmal passiert das halt. Und solltest du deinen Mond- oder Venuszeichen im Skorpion haben, dann schaust dir an, sind vielleicht ein paar Impulse für dich dabei. Das ist ein allgemeines Reading, kein persönliches. Wenn du ein persönliches möchtest, unterhalb von dem Video in der Infobox ist meine Website. Kannst du mir gerne ein Kontaktformular zusenden. Liebe Männer, ganz lieben Dank fürs Zuschauen, aber bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, daher dreht es euch einfach um und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. So, meine Süßen, wir fangen an. Was ist die Hauptüberschrift für den Monat November für euch? Was kommt bei euch? Wow, seid ihr auf dem Weg ins traute Heim? Das ist aber schön. Ja, trautes Heim. Ja, das ist so heimelig, ne? Der November, wenn man so dran denkt, ne, was jetzt kommt. Also es wird ja immer ein bisschen zeitig dunkel und dann ist manchmal so schon ein bisschen der erste Schnee und es ist ein bisschen grau. So dieses traute Heim, das ist doch süß. Seid ihr schon so weit oder seid ihr erst auf dem Weg dahin? Das werden wir jetzt sehen, was die Feen zu euch sagen. Bin gespannt. Hätten wir gern drei Energien. Drei Energien. Mhm. Ja, was habt ihr denn hier? Was ist denn bei euch los? Aha, bitte andere um Unterstützung. Ungünstiger Zeitpunkt für einen Berufswechsel, sich mit Geldproblemen konfrontiert sehen. Habt ihr ein bisschen Geldprobleme? Aber das wird sich ändern, meine Süßen. Ich sehe ja schon, was kommt, ne? Also hier kommt wieder was dazu, ne? Aber irgendwas ist, ne? Irgendwo habt ihr Ausgaben, mit denen ihr nicht gerechnet habt, ne? Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. 7 des Winters auch noch, ne? Es gibt eine bessere Entscheidung oder Möglichkeit, die Dinge nicht klar sehen, vor der Wahrheit davonlaufen, entschuldigt. Ja, was seht ihr denn nicht klar? Habt ihr irgendwas euch auf irgendeine Richtung eingelenkt, wo es doch mehr Ausgaben gibt? Ja, was ihr euch nicht vorgestellt habt, gerade, vielleicht wolltet ihr ein trautes Heim, vielleicht wolltet ihr auch ein Haus, etc. Und irgendwas hat nicht so geklappt, wie ihr wolltet. Wir gucken dann mal, was das Tarot dazu sagt. Was haben wir denn noch, meine Süßen? Guckt mal. 8 des Herbstes. Stelle zusätzliche Nachforschungen an, bevor du weitermachst. Aus- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Studium oder durch eine Lehre. Ausgezeichnetes handwerkliches Können und Langzeitprojekte. Also ich denke auch, also überleg nochmal, aber ich glaube, hier in deiner Arbeit ist eine Veränderung angesagt und entweder machst du nochmal eine Weiterbildung oder änderst irgendwas. Aber wenn hier steht, klasse, Langzeitprojekte, ja, das ist fantastisch, ja. Die 8 des Herbstes ist die Arbeitskarte, ja, und da entsteht was und da kommt wieder was rein. Also macht euch nicht so die Gedanken. Wir gucken jetzt einfach mal, was das Tarot dazu sagen wird, ja. Was das Tarot dazu sagen wird. Ja, manchmal muss man einen Richtungswechsel machen, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das wisst ihr ja, meine Einstellung kennt ihr ja. Ich mag Veränderungen. So, was haben wir denn vom Tarot? Aha. Na, wir schauen mal, was habt ihr denn alles? So. Ju, also. 10 der Schwerter. Naja, also hier ist irgendwas passiert, das sag ich so, was euch ziemlich, das kann echt sein, dass ihr Geldprobleme habt, dass ihr ziemlich in die Knie gezwungen seid hier, ne, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Und jetzt müsst ihr nochmal eine andere Entscheidung treffen, vielleicht waren es zu viele Geldausgaben, ja, man ist immer vor der Wahrheit davongelaufen und hat gedacht, naja, es wird schön, es wird schön, es wird schön, falsch investiert, kann passieren, ja. Aber ich sag mal so, es geht alles im Leben zu korrigieren. Das ist wichtig, ja? Es ist nicht schlimm. Es geht alles zu korrigieren. Denn die 10 ist die Karte. Da ist es am Ende. Und nach der 10 kommt immer ein Ass. Also schlimmer geht's nicht. Es geht wieder aufwärts. Und das ist das Schöne. Dann habe ich Judgment. Ja, das oberste Gericht sozusagen, ne? Also hier wird geblasen zum obersten Gericht. Also hier kommt was, wo man sagt, also hier wird was gerichtet. Ne? Das ist einfach so. Ne? Also
Man sagt so, man guckt sich alles an und man muss auch mal klar sehen. Und hier ist es so, der Wahrheit mal ins Gesicht zu sehen. Ja, nützt nichts, es nützt nichts, wird aber wieder kein Problem. Dann habe ich die zwei der Stäbe. Ja, ihr wisst schon, dass ihr hier eine Korrektur vornehmen müsst in einigen Bereichen, um zu eurem Trautenheim zu kommen, ne? um da wirklich anzukommen. Das kann alles auch in einer Beziehung sein. Ich will das nicht ausschließen. So, und dann steht man aber noch so da und sagt, naja, ich würde schon den Weg gehen, ich möchte niemand wehtun, was mache ich denn? Und so ein bisschen Unentschlossenheit sehe ich hier, ganz viel Unentschlossenheit, ja. Es ist was da und eigentlich kann man weitergehen, aber es ist irgendwo eine Unentschlossenheit. So, aber ich sage euch was, ihr werdet hier einen Richtungswechsel machen, ihr werdet hier auch vieles hinter euch lassen, ihr werdet weitergehen, weil der Narr ist gefallen. Und wenn der Narr fällt, dann ist das immer so, dass man sagt, aha, ich traue mich jetzt, leichtes Gepäck, Altlasten alle weg, alles was mal gewesen ist, ja, weg damit, ich korrigiere mich, ja, ich weiß jetzt, woran es lag und das werde ich in Zukunft anders machen. Und das werdet ihr machen. Und danach ist immer so, für einen Neuanfang steht der. Und zu diesem Neuanfang, und das ist ja das Schöne, kommt das Ass der Münzen. Also hier bei euch geht es um viel, viel um Geld. Das sage ich euch. Ganz viel Geld. Das Ass der Münzen ist aber eine wahnsinnige Chance, ne, auf wieder eine Stabilität. Und das Ass der Münzen ist natürlich viel Geld. Das muss ich mit dazu sagen. Das ist nicht Pille-Palle. Das ist schon ein bisschen mehr, ja. Aber das Ass der Münzen ist sowas, ergreift diese Chance, für einen neuen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen, zu erkennen, was nicht gut gelaufen ist. Und dann kann das wieder fließen, ne? Und dann kann das in allen Bereichen wieder fließen. So, ich bin gespannt. Wir werden jetzt mal abklären. Was klären wir denn mal? Ja, warum steht er? Den Narr kläre ich jetzt mal ab. Und das Ass der Münzen und dieser Stillstand. Immer mal gucken, was bei euch war. Ja? Ach Gott. Och, ich sehe es schon. Oh, zwei der Stäbe. Oberstes Gericht. Ja, was also was ist hier? Meine Süßen, was ist denn hier passiert? Es wird vielleicht nicht alle betreffen, aber wenn ich das sehe. 10 der Schwerter nochmal. Oh, hier waren ganz, ganz viele Diskussionen. Es hat euch ganz, ganz schön mitgenommen. Also das sehe ich so. Bitte andere um Unterstützung. Ungünstiger Zeitpunkt. Habt ihr irgendwie einen Job gekündigt und einen neuen angefangen? Habt ihr eine Ausgabe gehabt, wo ihr sagt, damit habe ich absolut nicht gerechnet? Oder habt ihr Geld ausgegeben oder habt jemand Geld geliehen? Das kann ja alles sein, ne? Und ihr merkt jetzt erstmal, das war der größte Fehler meines Lebens. Ich kriege hier nichts zurück und ich habe das gar nicht so klar gesehen. Aber durch die Arbeit kommt wieder was Neues rein. Ihr habt diese Chance. Und das ist fantastisch, denn hier ist der Turm. Hier ist ganz viel zusammengestürzt, sage ich immer so. Der Turm kommt immer, wenn du nicht selber eine Entscheidung treffen kannst. Das ist nicht so, dass der sich langsam anbahnt. Der kommt, zack. Ja, als ob das so geführt ist. So, du hast jetzt lange genug gelitten, du hast lange genug gestritten, gekämpft, gemacht und jetzt ist Schluss damit. Da kommt ein Ereignis, dann kommt Turmsturz und alte Strukturen fallen zusammen. Das tut weh im ersten Moment, aber das ist das Beste, was euch passieren kann. Wenn ihr von allein das nicht könnt, ja, und noch zögerlich seid und vielleicht niemand wehtun wollt, ja, dann kommt irgendein Ereignis und dann passiert halt was. Und dann könnt ihr weitergehen. Ja, also das sehe ich so. Ich sehe aber hier viel bei euch diesen Monat, dass es um die Arbeit geht, ganz ehrlich. Wir gucken jetzt mal, was der Narr sagt. Vorwärts, ja, ihr macht den Neustart in eurer Arbeit. Bei euch geht es ganz, ganz viel drum hier, ich sag mal, holt Luft, es wird gut. Acht der Münzen, die Arbeitskarte. Hier, 8 des Herbstes, Aus- und Weiterbildung, Seminare, Studium, Lehre, handwerkliches Geschick, Langzeitprojekte. Also hier kommt was auf euch zu, was toll sein wird, ja? Das sehe ich schon hier. Und der Narr ist so, vielleicht macht ihr einen Richtungswechsel in der Arbeit. Ja, und hier, die Dinge nicht klar sehen, vor der Wahrheit davonlaufen. Ja, man hat immer so gedacht, eigentlich bin ich ja schon da und eigentlich ist es wie so ein trautes Heim für mich, auch in meiner Arbeit, ne? Fühl mich wohl hier und das passt alles. Aber irgendwas ist passiert. Ja, ich sehe das ja hier, 2x10 der Schwerter, also müsst mir nichts sagen. Irgendwas ist hier passiert,
wo man sagt, oh, buh, da kam plötzlich was. Man hat sich vielleicht auch lange was vorgemacht. Das muss man einfach mal so zugeben. Aber das Schöne ist, hier kommt was. Und guckt mal, was dann kommt. Hier kommen Nachrichten auf euch zu. Und hier guckt schon jemand. Es kann sein, dass ihr schnelle Nachrichten kriegt von jemand. Ihr kriegt hier nur Unterstützung. Ja? Und hier bitte andere Personen um Unterstützung. Es merkt jemand und kommt auf euch zu. Also das ist hier diese Karte. Beobachtet vielleicht auch jemand eure Arbeit, macht euch ein neues Angebot. Ja? Kann eine vielfältige Sache sein. Und hier kommt der Magier. Du hast alle Tools in der Hand, erschaffe dir etwas Neues, ja. Geh vorwärts, mach neue Projekte, ja. Du kannst das, du schaffst das. Nimm dich zusammen, nimm deine Gedanken zusammen und überleg dir, welchen Weg du gehen willst. Du wirst den Weg gehen, du wirst wieder ein trautes Heim haben. Du wirst dich wieder wohlfühlen. Und das ist schön und das ist wunderbar. Also es ist fantastisch. Also hier passiert was Neues. Ich sehe das vorwiegend auf eurer Arbeit. Das muss nicht sein, dass ihr die Stelle wechselt, ja. Das kann innerhalb der Firma sein. Oder ihr wollt euch selbstständig machen, ja? Alles so eine Gedanken, aber hier passiert was anderes. Ihr geht einen anderen Weg. Was ist das Ass der Münzen? Was ist das Ass der Münzen? Ja, ihr geht, meine Süßen, ihr geht. Hui, ich sehe es schon. Naja, ich sehe es schon. Oi, oi, oi. Hier liegt aber das Powerpaar. Was ist denn bei euch? Acht der Kelche ist aber auch diese Karte, also sie geht. Ne? Ihr geht. Hier geht jemand. Hier ist was passiert, was euch nicht gut getan hat. Hier geht's weiter. Ihr wollt einen anderen Weg gehen. Sehe ich mit dem Namen. So, die Acht der Kelche ist das so. Die Acht der Kelche ist aber auch so, hier geht's nicht nur ums Finanzielle, hier geht's ums Emotionale. Es kann schon eine Weile her sein, das muss ich immer dazu sagen. Ne? Aber es hat noch beschäftigt. Und irgendwo muss man hier einen Abschluss finden. Und deswegen geht man hier. So, und dann, es ist nicht eure Energie, aber ich will es euch nur zeigen. Ich zeige es euch alle zusammen. Dann kommt die Königin der Schwerter, dann kommt der Mond und dann kommt der König der Schwerter. Ja? So, und ich glaube mal, ihr kommt in die Energie, dass ihr eine klare Entscheidung trefft. Die Königin der Schwerter ist eine hochintelligente Frau, die eine scharfe Zunge hat, sage ich immer. Die ist in ihren Gedanken klar und wenn die was will, setzt sie das durch. Und dann bei der ist es so, du musst damit rechnen, dass die einfach mal die Wahrheit ausspricht, zack, bumm, Ende. Ja? So ist das jetzt. Und nicht dieses Hin und Her und ich will niemand wehtun. So, dann sage ich euch mal noch was anderes dazu. Das ist Waagewassermann-Zwilling. Ich habe ja auch einen König der Schwerter. Ein Skorpion, ja, ist ein Wasserzeichen. Aber ein Skorpion, wenn der in seinen Kopf geht und wenn der merkt, da läuft was nicht so, wie ich das möchte und hier ist vieles schiefgegangen, dann kann ein Skorpion genauso messerscharf denken und kann mit einem Schlag, ja, sag ich immer so, seinen Stachel rausholen und dann schießt er zurück. Das ist so und dann ist die Kommunikation so, dann ist die einfach raus. Ja? Und ihr werdet hier klar eure Meinung sagen, ja, weil hier ist was absolut nicht in Ordnung war, was euch ziemlich an den Boden gedrückt hat und auch im Arbeitsbereich, es kann auch in der Liebe sein, ne? So, und das muss jetzt geklärt werden. Und vielleicht habt ihr lange versucht, das in Balance zu halten und wolltet Dinge nicht sehen und habt weggeguckt und so weiter und so fort. Und jetzt merkt ihr, das ist es nicht. Das ist nicht mein trautes Heim. Ich brauche mein trautes Heim. Und das muss anders gehen. So, dann habe ich den Mond. Das ist dieses Unbewusste, dieses Nicht-Greifbare, ja. Das sind aber auch Ängste, das sind auch Gefühle. Und ich glaube, hier geht es sogar mehr in Richtung Gefühle. Ich sage euch, warum. Denn dann kommt ein König der Schwerter. Und der König der Schwerter, das muss auch nicht unbedingt Waage-Wassermann-Zwilling sein, ja. Sondern das ist, das kann durchaus jemand ganz andere Energien haben. Aber im Moment ist der so, dass der auch so strategisch vorgeht, ja. Und plant. Und vielleicht plant hier jemand mit euch ein trautes Heim. Und man muss mal mit Verstandesarbeit vorwärts gehen, damit die alten Geschichten geklärt werden können. Das kann durchaus sein. Und das kann auf euch zukommen. Denn die Unterkarte ist ja immer die, wo es hingeht. Ne?
Das ist der Ritter der Kelche. Das ist ein liebevolles Angebot. Das ist ein Kelch, der euch gereicht werden soll. Und dann wird wahrscheinlich aus dem kühlen König der Schwerter, der manchmal sein Herz nicht so auf der Zunge trägt, aber dafür andere Sachen für euch tun würde, ja, er kann das nicht. Das dürfte ihm nicht übel nehmen. Aber es kann sein, dass er doch liebevoller ist, ja, und dass da was Schönes auf euch zukommt. Und das freut mich. Also es wird gut. Ihr werdet einen anderen Weg gehen und der ist gut. So, meine Lieben, von den Sternzeichen her habt ihr alles drin. Ihr habt nämlich den Magier. Und deswegen brauche ich da gar nicht groß irgendwo eingehen. Den Magier, ja. Und der Magier ist sowas, du hast alle Tools in der Hand. Feuer, Wasser, Erde, Luft, ja. Von daher wisst ihr am besten, wer auf euch zukommt, wer euch unterstützt und mit wem ihr vielleicht auch so einen kleinen neuen Weg der Liebe gehen werdet. Das lasse ich offen. Was habt ihr für eine Begegnung und was kann daraus werden? Was habt ihr für eine Begegnung? Ja, Erfolg und Sicherheit. Ja, was ist denn hier? Ja, also nach der Situation verstehe ich euch vollkommen. Der Schlüssel ist Erfolg und Sicherheit. Das kleine Röschen und Herzchen, ne, das will wieder geöffnet werden. Aber ihr könnt euch noch nicht ganz so zeigen, wie ihr seid. Es ist mir vollkommen klar. Ja, Vertrauen, das muss aufgebaut werden. Und ihr sagt vielleicht so, ja, das ist alles gut, wie es läuft, auch arbeitsmäßig, was Neues, einen anderen Weg und liebesmäßig, ja, ist alles toll. Ja, aber man trägt noch so ein bisschen eine Maske. Man will noch nicht alles von sich preisgeben. Und das ist auch normal. Also bei der Geschichte ist das vollkommen normal. Ja? Aber es wird erfolgreich, auf jeden Fall. Und das mit Sicherheit. Also das ist schon schön. Also deswegen könnt ihr total aufatmen. Was wird euch erwarten? Was wird... Ja. Da muss ich nochmal klären. Kommunikation, Stillstand in der Kommunikation. Tja, also es kann natürlich sein, dass hier Stillstand in der Kommunikation mit jemand ist, wo der Turmsturz war, ja? Arbeitsmäßig, privat, ja? Also das wird euch erwarten, dass hier, wenn es noch auf euch zukommt, ich will mal gucken, was danach kommt. Stillstand in der Kommunikation, ja. Kurzzeitig. Und was euch überraschen wird, jetzt muss ich das bloß mal zur Seite legen. Ja, und ihr guckt euch das an. Ich habe ja gesagt, hier beobachtet schon jemand, ja. Hier guckt schon jemand und hier kriegt ihr Nachrichten. Und diese Nachrichten bekommt ihr, ja. Dann lasst doch hier mit dem, oder was hier gewesen ist, diesen Stillstand in der Kommunikation, das ist beendet, keine Kommunikation mehr. Also wer hier 10 Schwerter verursacht hat, ja, mit dem würde ich auch nicht mehr reden, ganz ehrlich, ne. Aber irgendjemand kriegt das mit. Irgendwas passiert, ja, denn hier guckt jemand, so. Und dann kommen die Blumen. Hier kommt eine Überraschung auf euch zu, eine Wertschätzung, eine Einladung. Damit habt ihr nie gerechnet. Und dann kommt der Reiter, unser kleiner Porsche, ja, auf dem Regenbogen. Schnelle, positive Nachrichten, aber garantiert nicht vom Turmsturz, ja. Das wird ein anderer sein, das kann ich euch jetzt schon sagen, ja. Also da könnt ihr euch freuen, da könnt ihr euch echt freuen, was hier kommt. Ja, und das ist aber, ich sage immer so, das ist das Leben. Ja, ich hätte euch jetzt alles 10 Kelche hier hingelegt und hätte euch die Liebenden alles sowas gezeigt. Aber nein, das Leben spielt auch anders manchmal. Ja, und man muss immer gucken, was kommt danach und freut euch einfach. Und wenn so ein Turmsturz kommt, man muss alte Strukturen beenden. Und man muss sich's angucken. Wenn man sich nicht anguckt, wie sage ich immer so, es schlägt alles zurück. Komma schlägt zurück. Denkt dran. So, was wird euch überraschen? Was wird euch überraschen? Ihr werdet ein Risiko eingehen in eurem eigenen Heim, in eurem eigenen Ankommen. Und ich glaube, dieses Risiko ist ganz einfach. Ihr wollt dieses traute Heim. Und ihr habt immer gedacht, das ist es, ja? Und ihr habt eine Entscheidung getroffen, wo ihr merkt, nee, hier muss ich nochmal eine Korrektur machen. Und deswegen ist das ein Risiko. Geht dieses Risiko ein, ja, um anzukommen. Ihr kriegt das. Was kommt Schönes, liebe Skorpione? Was kommt Schönes? Naja, wer sagt's denn? Die Sonne, einer der besten Karten im Lennemar. Die Sonne steht für Heilung, die Sonne steht für glücklich sein, für Strahlen.
Erfolg haben, Energie wieder bekommen, ja, vorwärts zu gehen. Und dazu fällt der Kompass. Ihr habt die Kraft, ihr werdet einen Richtungswechsel machen, das sehe ich schon. Ja, hier ist was zusammengestürzt. Ja, hier ist irgendeine Struktur zu Ende gegangen. Ihr wisst also arbeitsmäßig oder in der Liebe. Hier wird jetzt mal eine klare Ansage gemacht. Hier wird wirklich was getrennt und hier wird wirklich ein Neustart gemacht, ja. Also einen anderen Weg gegangen. Ja, und ihr werdet unterstützt. Wenn die Sonne dabei ist, werdet ihr unterstützt. Und es sieht so schön aus, ja. Und nehmt das an und macht diesen Weg und traut euch einfach. Weil der Kompass ist ein Richtungswechsel. Das ist so. Naja, aber es sieht doch gut aus. Was sagen die Engel der Liebe? Uiuiuiui. Okay. Das soll's sein. Hier liegt ja das Powerpaar. Das soll's sein. Rückzug. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Ja, also hier, von 10 Schwertern kannst du dich zurückziehen. Falls du jemand hattest, der 10 Schwerter dir mal gegeben hat, wo viel verbale Sachen, also der hat die nicht reingestochen, aber Verletzungen sind da passiert. Streitereien, Diskussionen, ja. Also es ist nicht schön gewesen. Dann zieh dich mal zurück. Aber das, du weißt eigentlich schon, was hier auf dich zukommt, ne? Weil, ich sag mal so, der Page der Schwerter ist ja auch jemand, der schon ein bisschen beobachtet, den kennt man vielleicht schon, ne? Der hat schon ein Auge drauf geworfen, man guckt vielleicht noch so, ne? Und dies könnte der Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet, naja. Und vielleicht konntest du bei dem ganzen Wirrwarr, was du hattest, ne? Auch gerade beruflich und alles sowas, manchmal gar nicht klar sehen, was der richtige Weg für dich ist. Und auf einmal hast du das erkannt, ne? Und du bist immer davor weggelaufen. Du hast gesagt, nee, nee, und das nicht, und nee, nee. Ja, aber was soll's, ne? Also, meine lieben Skorpione, schaut euch an, was dann passieren kann. Ja, die Hochzeit kommt, ja? Eine Hochzeit könnt ihr erleben. Und für den einen oder anderen klingeln auch die Hochzeitsglocken, ja? Diese Situation hat mit einer Hochzeit zu tun, das sehe ich so. Also hier kommt ein Powerpaar zusammen, ja. Hier fließen auch Gefühle und hier fließt auch Liebe, ja. Aber im Moment seid ihr wahrscheinlich beide in einer kühleren Energie, wenn hier eine Entscheidung noch zu treffen ist, was die Arbeit betrifft. So sehe ich, sehe es viel um die Arbeit, ja. Ich sehe es viel um die Arbeit, das muss ich ehrlich sagen. Und wenn man so fokussiert ist und irgendwas anders ändern muss, ja, dann ist es manchmal schwierig, in die totalen Love-Modus zu gehen. Aber ich denke mal, dieser Love-Modus wird kommen, wenn ihr einen anderen Weg einschlagt beruflich oder wenn ihr dann eine kurze Änderung vornehmt. Dann seid ihr wieder entspannter und die Sonne ist dabei. Dann könnt ihr wieder glücklich sein. Was sagen die Herzorakel? Ach süß, ja doch. Das ist doch klasse. Was sagen die Herzorakel? Also, ich liebe dich. Wann hast du das letzte Mal gehört, ich liebe dich? Ist doch schön. Also das sind Menschen, die ist ein Mensch, der dir das sagen kann, ja? Und der liebt dich wirklich. Und das ist so eine schöne Energie. Umarmung. Du hast ein perfektes Gegenstück gefunden, ne? So, und hier waren zu viele rausgefallen, deswegen will ich nochmal einen... Also, hallo. Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Ist das nicht schön? Ich denke das auch so. Und du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Du hast es gefunden. Denn hier steht schon, dies oder der könnte der Richtige sein. Und das ist klasse. Und vielleicht hast du ihn schon. Dann halt ihn fest. Ja? Und dann kannst du bis zu einer Hochzeit gehen. Und das finde ich wunderbar. So, meine Süßen. Zum Abschluss kriegt er ja immer noch eine neue Karte. Tue ich erstmal weg. Und zwar habe ich diesmal die Karten vom das Drachenorakel genommen. Hat einen bestimmten Grund. Ich liebe Drachen und ich mag das, weil ich bin im chinesischen Horoskop im Zeichen des Drachen geboren. Es ist ein gutes Zeichen. Ich bin aber kein Drachen. Ne? Ich bin total lieb. Ja? Und dann hatte ich ein wunderschönes Erlebnis auf Ibiza. Dort gibt es Drachenfelsen und diese Drachenfelsen, die sind mitten im Meer und die kann man nur so richtig erkennen, wenn abends die Sonne untergeht und das Licht so reflektiert und man sieht in diesen Felsen auf einmal einen großen Drachen und einen kleinen Drachen. Das war für mich ein total genialer Moment. Das ist dort wie so ein Ereignis. Da stehen ganz viele Menschen und beobachten das jeden Abend.
Fantastisch. Ja, und ich wollte jetzt einfach mal auch von den Drachen ein paar Karten dazu haben. So, und dann werden wir mal gucken, was die Drachen euch raten. Ja? Ziehen wir mal eine Energie für euch. Was raten die Drachen euch? Okay. Wir haben den Erd- und Feuerdrachen. Arbeite mit dir an der Klärung der fünfdimensionalen Lehlinien. Ja, okay, also ihr wisst, es ist nicht so meins, ne? Die fünf- und sechsdimensionalen. Es ist Zeit zu dienen. Wenn du gibst, wirst du auch empfangen. Ja, Gleichgewicht. Gleichgewicht. Hier sehe ich ganz viel Gleichgewicht. Erde, Feuer. Also du sollst dich hier ein bisschen öffnen. Du sollst an einer Klärung arbeiten. Ich meine, das sind jetzt fünfdimensionale und dreidimensionale, ihr wisst, diese Ebenen. Aber es ist ganz einfach so, du bist im Hier und Jetzt im Moment. Also kläre deine Dinge. Es gibt eine bessere Entscheidung. Also geh diesen Weg, ja. Und dieses Geben und Nehmen, es muss im Ausgleich sein, ja. Dienen, aber auch empfangen, ja. Du gibst gern und dafür bekommst du. Und das kriegst du hier in Ausgleich. Und das finde ich wunderbar. Liebe Skorpione, ich wünsche euch einen fantastischen Monat. Freue mich, wenn ihr wieder mit reinschaut. Ich sage Dankeschön. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, freue mich über ein Like und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Vielen lieben Dank allen Abonnenten. Vielen lieben Dank für eure schönen Kommentare. Vielen lieben Dank für die Unterstützung meines Kanals. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona. Ciao.